Ich war in Düsseldorf auf der Messe unterwegs, und zwar auf der Whisky Fair Rhein-Ruhr, und da habe ich eine Buddel gefunden vom Whisky Hort, einen Mordlach. Den schauen wir uns am Intro genauer an. Los geht's, Kinders. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder unabhängig abgefüllt unterwegs. Ich habe ein Signatory Vintage Mordlach, 14 Jahre alt, abgefüllt für den Whisky Hort. Whisky Hort ist ein Whisky-Geschäft in Oberhausen, wer es nicht kennt. So sieht das Ding aus. Ihr seht schon, die Buddel habe ich schon gut geleert. Das ist jetzt einfach nur nochmal das für das Video. Und wir haben 57,1%, na, hält das jetzt? Ja, 57,1%, 14 Jahre, wurde destilliert am 13. März 2008 und gebottelt am 13. Januar 2023. Und wir haben die Fassnummer 800081 und es gab 229 Buddels. Preislich lag das Ding bei 89,90 €, meine ich. Und was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, dass ich bisher immer die Erfahrung gemacht habe, dass unabhängig abgefüllte Mordlachs, zumindest in einer gewissen Altersklasse, mir besser oder eher zusagen als die Originalabfüllung. Die Originalabfüllung habe ich immer wieder mein Problem mit gehabt. Die waren immer wieder schwierig, würde ich jetzt mal behaupten. Aber die unabhängig abgefüllten haben mir eigentlich immer ganz gut gepasst. Ne? Ob es jetzt aus dem Sherry-Fass war oder ob es jetzt aus keine Ahnung welchen Fässern war. Aber hier seht ihr ja schon an der Farbe. Ne? Ist ein reines Ex-Bourbon-Fass. Und das war auf der Messe echt so. Die meinten so, ich habe halt gefragt, jo Jungs, was habt ihr Neues dabei? Und die so, ja, wir haben hier so ein Mordlach mit, exklusiv für uns abgefüllt und so. Ich gesagt, oh cool, hört sich gut an. Dann habe ich nur an der Flasche gerochen und habe gesagt, jo, den kaufe ich. Das war echt so, die Nase hat mich so geflasht und dann so, Sascha, willst du nicht probieren? Ich sage, nee, der riecht so geil, der muss schmecken. Ich hoffe, es war kein Fehlkauf. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, lass uns mal die Nase reinhalten, dann gucken wir mal, was wir drin haben. Ne? Los geht's. Also ich finde, erste Nase ist wieder für mich das, was immer Mordlach so auszeichnet. Mordlach hat für mich immer so einen leicht fleischig-säuerlichen Moment. Das ist so ein, wie soll ich das sagen? Das ist, also die haben immer so fleischig, kannst du ja so bezeichnen, wie wenn du mal, hast du mal Champignons gegessen oder so, die haben ja immer so dieser Umami-Geschmack, sagt man ja. Aber es ist halt, für mich ist es immer so, als wenn ich an so einer Grilltheke stehe, als wenn ich an einer Fleischtheke stehe. So in die Richtung, finde ich, geht das für mich immer. Und dazu haben die noch so eine leichte Säure. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ob das von diesem komischen Brennverfahren da, die brennen ja irgendwie 2,63 Mal oder wie das da heißt. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber die haben ja so eine komische Brennmethode. Und ja, das finde ich, ist auf jeden Fall hier drin. Und ich habe auch hier diese sehr intensive Vanille, eine leichte Karamellnote, so ein bisschen tropische Früchte. Der riecht einfach geil. Der riecht einfach und dann noch so ein bisschen so leicht parfümiert, würde ich bald sagen. Ne? Als wenn du so ein, weiß ich nicht, so ein Blumenstrauß oder so was da reingehalten hättest. So kurz. Einmal kurz in das Fass getaucht und wieder rausgeholt. Fleischig, pilzig, Vanille, süß, Karamellnote, tropische Früchte. Der hat eine Mega-Nase. Das Schlimme ist einfach, ich habe jetzt so wirklich viele original abgefüllte Mordlachs schon gehabt, also in letzter Zeit, also ob jetzt den aus Special Release oder den 12er, den 16er oder sonst was, die fand ich alle nicht so geil. Ich frage mich halt immer, was machen die unabhängigen Abfüller anders als die in der Brennerei, die es original abfüllen. Das ist für mich immer so eine spannende Geschichte, ne? Naja, ich habe Bock zu probieren, also auf euch, Kinder, Slange. Also geschmacklich, ja,
Die 57,1% sind auf jeden Fall da. Ich habe so einen leichten Ingwer-Moment hinten raus. Ne? Ich habe das ja immer so, als wenn ich mir mit so Ingwer so die Zunge hinten einreiben würde. Aber gleichzeitig ist das so eine extrem krasse Süße mit einer extremen Vanille dabei, wo du einfach noch so ein paar schöne Röstaromen dabei hast, wo ich einfach daran denke, das könnte so ein fast verbranntes Stück Karamell sein, so wirklich so ganz dunkel geröstet mit einem Bunsenbrenner oder so. Boah, der bleibt auch echt lange. Also er hat hinten raus noch so eine schöne Holznote, wo ich sagen würde, okay, war Zeit, dass der raus musste, aber also liefert geschmacklich ähnlich geil wie die Nase ab, wobei mir der geschmacklich so, ich glaube, also es könnte das Holz sein, es könnte so eine gewisse Holzwürze sein, die so ein bisschen das Vergnügen ein bisschen trübt, aber ansonsten finde ich den geschmacklich mega geil. Ich probiere nochmal einen Schluck. Ja, also der hat. Ich glaube, das ist vom Holz. Diese Würze, das wird auch so ein leichtes bisschen schokoladig, so ein bisschen so Zartbitter-Schokolade-Style. Das kommt hinten noch so ein bisschen mit raus. Aber insgesamt, muss ich schon sagen, finde ich das Ding geil. Es ist mal wieder so ein Mordlach, wo du sagst, den finde ich lecker, den mag ich. Ich muss sagen, ich mochte auch zum Beispiel diese mit 40% Very Cloudy-Dinger, die waren auch super lecker, ne? Aber ja, der gefällt mir. Der, wie gesagt, der ist aber sehr süß. Ne? Also du musst schon wissen, worauf du dich einlässt. Es ist ein sehr süßer, reiner Ex-Bourbon-Whisky, der aber trotzdem viel anbietet, finde ich, und auch Spaß macht zu trinken. Wie gesagt, für mich ärgert so ein bisschen nur hinten raus diese leichte Bitterkeit, diese leichte Schärfe, die da durchkommt, dass es alles so ein bisschen unrund wirken lässt. Aber insgesamt finde ich, ist das echt ein cooler Whisky. Und ich würde dem auf jeden Fall so 4-5 Daumen hoch geben. Preislich, klar, wir haben hier fast 9 oder haben, ja, ist 90 Euro, ne? Aber es ist, steht gar nicht, ob das Fassstärke ist, ne? Wollte ich gerade fragen, ob es Fassstärke ist. Aber steht gar nicht drauf, ne? Nee. Wir gehen einfach mal davon aus, dass 57,1% bei 229 Flaschen Fassstärke ist. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Egal. Auf jeden Fall für den Preis von 90 Euro, unabhängig abgefüllten Mordlach, 14 Jahre in der Trinkstärke, kann man nicht meckern. Ne? Wir erinnern uns an die Special Releases Version, die mit der Eule drauf, die hat glaube ich 280 gekostet, da stand kein Alter drauf. Ne, war aber auch Fassstärke, ne? Aber trotzdem, die war auf jeden Fall schlechter als die Abfüllung hier. Also wenn du dir überlegst, soll ich mir die Special Releases Abfüllung holen oder soll ich mir lieber den hier holen, dann würde ich immer zu dem hier greifen. Ja, coole Nummer. Ich weiß, ein paar Leute haben den auch probiert, nicht nur auf der Messe, sondern haben sich auch die Bulle geholt, weil viele mir den empfohlen haben und gesagt haben, Sascha, das ist ein geiles Ding. Deswegen gerne euer Feedback in die Kommentare. Schreibt mir gerne rein, wie ihr den fandet, ob ihr den mochtet, ob das euer Ding war. Und ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, kommt in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe, da ist immer reger Austausch. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr meinen Kanal supporten, hier unten drunter bei Ko-fi, bei Patreon oder bei YouTube. Ich würde mich sehr freuen, euch bald in der Community begrüßen zu dürfen. Und jetzt sage ich, bis dahin, euer Friendly Mr. Z.